Peniswölbung habe ich erkannt, da gibt es so ein Spiel. Was? Sein. Der Brennpunkt live aus der Notaufnahme. Ja. Oder ihm auch nicht. Notaufnahme, Schmotaufnahme, Alter, Kotaufnahme. Ja, Schwurbelrobben hier am Start. Hallo Leute, ich bin gebrochene Füße hat es schon mal gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht willst du ja mal Live-Reaction machen und dieses Video angucken. Um Gottes Willen. Und er windet sich, Alter, wie so ein angeschossener Soldat. Ja, hallo Leute, ich bin kaputt am Fuß, ausnahmsweise mal. Es passiert viel seltener als vorher. Wird das veröffentlicht, das Video, oder bleibt das jetzt im Giftschrank? Nee, das wird schon veröffentlicht, aber halt mit Reddit vielleicht so. Fetten Trigger-Warning, Alter. Ja. Ja, wir kamen jetzt kein Knochen raus oder so. Nicht sichtbar. Nee, nicht sichtbar. Ja, an dieser Stelle vielen Dank an Marlin, die hat nämlich Krankenwagen gemacht, hat mich auf dem Skateboard nach Hause geschoben. Oh. Du hast auch Tatütata gemacht, so. Ja, ich habe auch zu wenig rot gefahren. Oh, das stimmt. Die hat mich, sie hat einmal Pause gemacht und das war auf der stark befahrenen Kreuzung. Und ich habe einfach losgelassen. Ja. Und dann stand ich da so. Oh no. Ja. Meine Notizen hier. Es sind übrigens auch relevante Dinge auf der Welt passiert die letzte Woche, da kommen wir gleich zu, aber ne, wir haben ja immer am Anfang so einen Plausch. Wer sind wir denn eigentlich? Wir sind der Brennpunkt Internet Podcast, den es schon seit 5 Jahren fast gibt, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube. Der hat 2019 angefangen, glaube ich. Ja, vor Corona. Geil, ja. Alter. Ist schon krass, ein 5-Jahres-Projekt. Ja. Ja, wir sind hier YouTube-Multitalent und Fußbrecher. Racker. Und Racker und Tacker. Und Tucker quasi, genau. Tucker Carlson. Und ich wäre einfach jemand, der daneben sitzt und mal guckt, was passiert. Ne? Und jede Woche so in die Kamera. Ob der Fuß schimmelt in der nächsten Stunde. Genau, ich bin der Betreuer von Robin quasi. Ja. Und gucke, dass er am Leben bleibt, der alte Mann. Ja, und Macker ist auch da. Ja, ich werde mir dann... Ja, je nachdem, was die Themen sind, verdünnst du dich aus dem Raum vielleicht, wenn du jetzt wieder über, weiß ich nicht, 9-11 oder so. Schon wieder. Aha. Jede Woche das gleiche, Robin. Ja. Es war kein Inside-Job, okay? Mann! Aber guck doch mal, Bush, der hat so gegrinst auf dem einen Bild. Saddam Hussein war es, Robin, das wissen doch alle. Hm. Saddam Hussein auf jeden Fall für dich, weil du da bist. Ja, gerne. Danke fürs Verschieben. Ja, weil ich war ja auf dem CSD mal wieder in Erfurt heute und habe da rumgedanced. Warum wird man eigentlich, jetzt dürfen wir ja wieder drüber sprechen, warum sagt man nicht eigentlich die AfD dämlich? Warum hat sich das nicht durchgesetzt? AfD-mlich. Ja, da guckst du nämlich. Also ich kenne nur, dass man statt AfDler schreibt After. AfD-er. Hm, ja. Das ist versteckt. Weil aber Kraften, weißt du, da wird wieder der After als was Schlechtes dargestellt. Wenn nur Scheiße rauskommt aus der AfD, das passt schon. Hm. Ja, AfD-mlich wolltest du jetzt mir doch nicht abkaufen. Doch, ist auch witzig. Ich AfD-mlich. War gestern auf einem Konzert, lenkt mal davon ab. Ist nicht gezündet, Tino, ist okay. Ich war auf dem Konzert, 20 Jahre Blood Red Shoes, sehr, sehr schön. Die kenne ich seit 2008 und das war ein Fest. Die haben You Bring Me Down gespielt, den haben die seit 2010 nicht gespielt. Krass. Und, oh, Alter, das war... Hätte ich nicht gedacht. Ich bin sehr froh, dass das heute passiert ist mit meinem Fuß und nicht vor dem Konzert. Das ist in meinem Leben passiert. Und du so? Ich war gestern auf einem Mini-Konzert von Sherman Potato und später ist noch... Led Pete aufgetreten, so eine kleine Band aus Erfurt, so eine Punkband, die sind so zweit. Das ist auch so ein Song von Kelly Family. Let It Pete? War genau, das Let It Pete, genau, von Rolling Stones eigentlich. Ja, nee, Kelly Family ist die Macht. Same, ich finde die auch gut. Und es waren zwei Typen so, einer Schlagzeug, einer Gitarre und Gesang und es war richtig cool gemacht. Hm. Klang ein bisschen wie Sum 41, so als wären die aus der Zeit gefallen vor 20 Jahren, aber war geil dafür. Hm. Man eigentlich mal eine Band, die irgendwie zwei Schlagzeuger an einem Drumset hat. Und dann so richtig Double Speed macht. Nee, aber ich kenne Combi Christ. Die habe ich mal live gesehen und die hatten auch zwei Schlagzeuger. Das war auch cool. Krieg ich wieder Vietnam-Flashbacks von dem fucking Ärzte-Song. Wenn ich ein Zombie wäre, bräuchte ich keinen Kombi mehr. Das ist ein geiler Song. Ganz, ganz. Bin ich ein. Da hat man früh einen geistigen Verfall bei Farin Urlaub festgestellt bei dieser Line. Von Anfang an, Alter. Also, wenn ich Songs höre aus den 80ern, auch gibt es auch manchmal so Reime und so, wo ich denke, komm, das war jetzt ein bisschen einfach. Na gut. Was nicht einfach war, war die letzte Woche und die einzuordnen wird noch schwerer, weil, muss ich kurz nachlesen, was ist eigentlich passiert. Maduro lässt Weihnachten im Oktober feiern. Hab ich auch. Passend dazu haben wir hier Lebkuchen liegen. Hm. Es ist ja jetzt langsam soweit. Lebkuchen im August, Frachter haben es vor angekündigt. Noch als Radio Kill, glaube ich, ne? Damals, ja. Genau.
Die liegen jetzt hier vor mir, wo auch Sachen drauf geschrieben worden sind. Hätten die sich mal lieber Christmas Kill genannt, die Assis. Weiß, toll, Maus, Deck, oder? Ja, wir machen jetzt einen Podcast, wo wir einfach Produkte vorlesen, was da hinten drauf steht. Nee, das ist ein Gag für euch. Herzentnahme. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Ich habe halt nur Merry Christmas gesehen. Okay, also, da ist die Firma Weiß und du hast aber Weiß-Rot draus gemacht. Mhm. Mouse Deck, Magic. Ja. Ich dachte, du meinst Rot-Weiß Erfurt, weil du jetzt so ein Drecks-Hooligan bist. Ja, jetzt im Nachhinein auch. Unfair Trade, oder? Unfair Trade und sehr vegan. Mhm. Und ja, Herzensteine, Sterne, Brezeln. Aber es ist Herzentnahme. Auch gut. Ja. Mhm. Ich hatte Langeweile. Nein, das ist sehr schön. Aufgewertet. Weißt du, würden die Leute sich mehr von Haus aus Mühe geben, würde ich mich auch freuen über Weihnachtsprodukte im fucking September. Ich meine, die packen sich jetzt seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gleich aus. Wir haben ja eben schon gesagt, was macht diese Firma während den Sommermonaten, weißt du? Sitzen auf irgendeiner Insel rum, gucken auf die Uhr und warten. Machen Pause. Ist es nicht auch wie bei Ferrero, dass die auch so Produkte haben, die nur zu gewissen Jahreszeiten verkauft werden? Hm. Ich glaube irgendwie Moscherie auch nur, wenn es kalt ist. Hm. Und nee, ich glaube in den anderen Monaten verkaufen die diese Bahnen. Diese Ferrero-Kartbahnen. Ah, okay, ja, ja. Dieses Geräusch, Alter, es gibt nichts Schöneres im Leben, als wenn Marlin irgendwie so einen dummen Gag so versteht und dann so entsetzt. Oh. Ist nicht Michael Schumacher damals auch für Ferrero gefahren? Nicht erfolgreich demnach. Nee, nicht wirklich. Beziehungsweise, na gut, die Michael Fallhöhe Schumacher war der erfolgloseste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Ja. Naja, wenn wir gerade beim Podcast sind, hier steht noch Studentenfutter. Trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung können vereinzelte Schalenteile und Steinchen Alter, unter Schutzatmosphäre verpackt. Und so ein paar Nägelchen und Schräubchen, ja. Mutterchen. Und hier ganz groß, wichtiger Hinweis, kleine Kinder können an Nüssen ersticken. Ja, damit, Fakt. Damit aber Erwachsene auch. Ja, aber die sind egal. Deswegen richtig traurig. Aber das ist für diese Kühlschrank- und Mülltonnenmütter, die da ihre ist leichter haben, egal. Die Woche ist doch sehr dünn, wa? Wenn wir hier über Herzensbrezeln sprechen, nee, und Studierendenfutter. Es ist halt wirklich nicht. Es ist halt, guck mal, Maduro. In Georgia war wieder ein School-Shooting. Wie heißt das? School-Shooting. Genau, auf Deutsch heißt es auch so. Ja. School-Shooting. Da ist wieder einer rumgerannt. Also gut, in Amerika ist ja nichts Neues, aber es waren, glaube ich, schon wieder 420 dieses Jahr, aber das war halt wieder so ein größeres und der Täter war 14. Ach, so jung. Jetzt fangen wir wieder mit Amerika an. Es tut mir leid, aber dann hat der allseits bekannte und beliebte Vizeanwärter von Trump hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, es ist schade, dass das halt ein Teil des Lebens ist, was nicht so gut aufgefangen wurde. Ja, ja. Zumal er das sagt, während er wieder hinter Panzerglas steht. Ja, Trump auch inzwischen, ja, ne? Ja, ja, ja. Das ist einfach großartig. Wenn Waffen nicht so schlimm sind, wieso verstecken sie sich dann hinter solchen Glasscheiben, ne? Das könntest du doch sagen. Ich denke mir dieses US-Mobiliar in der Schule, das ist ja eigentlich immer so eine Kombi aus Stuhl und so ein halber kleiner Dreckstisch. Das ist so wenig Material, da kann man doch ruhig mal noch so ein Panzerglas hinten und vorne hochziehen. Und auch so ein Reflex, vielleicht wenn die Tür aufgeht, dass jedes Mal die Scheiben so hochgehen oder der Lehrer. Nee, pass auf, wenn die Tür aufgeht, fallen so oben ist so eine Falle, da fallen so Granaten raus, dann sind alle schon tot und dann ärgert er sich. Ah, stimmt. Ja, und dann sagt er, ach komm, schmeiß dein Gewehr weg. Amokläufer den Tag vermiesen, finde ich gut. Ach, Menno. Kickt einen kleinen Stein weg und stolpert davon. Da ist Maschinenpistolen runterfallen so und dann schießen die alle auf den Attentäter quasi. Stimmt, wie im Flugzeug, wenn so diese Gasmasken kommen. Gasmaske. Und vor jeder Stunde gibt es so eine Einführung quasi. Ja. Ne? Und von oben kommen dann die Maschinenpistole. Ja. Und bitte erst die Waffe eurem Banknachbarn geben und dann selber schießen. Genau, ja. Nee, ist ja anders. Erst selber schießen. Ach, stimmt, ja. Erst selber schießen und dann euren Banknachbarn erschießen. Aber was ist, wie ist denn eigentlich rechtlich gesehen, wenn der Amokläufer aber nicht zuerst schießt, sondern wenn zuerst quasi hier der 14-jährige Kevin in der ersten Reihe auf den Attentäter schießt? Da kommen alle in den Knast. Die ganze Klasse sippenhaft. Ach das so. Ist doch, man kennt das doch aus der Schule. Ja, wenn einer Scheiße baut, muss die ganze Klasse bluten dafür. Gibt eine 5. Also wortwörtlich in dem Fall. Gibt eine 5 im Benehmen quasi. Gott. Nee, aber rein rechtlich gesehen, dann ist doch damals nur mit einer Waffe legal einfach rumgelaufen. Dürfen sie ja manchen Bundesstaaten, ja, wenn aber nicht schießt. Ja, also ich weiß nicht, ob das auch in der Schule legal ist. Aber wenn das in der Mall passiert, theoretisch ja. Aber ich glaube, dann kann man auch sagen, hier, Selbstverteidigung. Ich habe meinen Ground gestandet. Weiß ich nicht, wie das ist.
Wir bräuchten einen. Wir müssen es einfach mal testen. Es, gab, es gibt keinen anderen Weg, das herauszufinden. Ich denke auch nicht. Ja, ein ähnlich großes Desaster war Concord von PlayStation. Aber noch größer, würde ich fast sagen. Alter. Nee, das ist, hast du es überhaupt mitgekriegt? Das war so ein Hero-Shooter, wie halt auch, ich glaube, Fortnite ist. Ich habe das noch nie gespielt. Wo du halt so einzelne krasse Leute hast. Ich kenne nur die Tänze. Das wurde groß angekündigt, zusammen mit Astrobot vor, weiß ich nicht, dreiviertel Jahr. Und da hieß es so, ja, jede Woche gibt es neue geile Cinematic-Trailer und so. Spiel kommt raus, Peak bei 28 Spielern. Oh Gott. Komplettes Desaster. Ach, so wenig. Es ist wirklich, keiner wollte es. Krass. Es war halt so ein typisches Free-to-Play-Modell, kostet aber 40 Euro. Und keiner wollte das. Wie jetzt? Free-to-Play bei 40 Euro? Naja, nicht, es ist nicht Free-to-Play, aber es frei hat halt dieses... Frei einzeln, aber es kostet 50 Euro, wenn genau. Sie rein wollen. Ja. Sonst ist frei. Wenn du 50 Euro bezahlst, darfst du frei überall hin. Nein, es hat halt so dieses Modell, so dieses, keine Story in dem Sinne wahrscheinlich, sondern einfach jeder gegen jeden und... Geile wie Geschichte, halt diese wir machen ein Spiel für euch ohne Geschichte, es ist kostenlos, aber ihr müsst Geld bezahlen dafür. Google war gegen. Es hat halt so dieses Guardians of the Galaxy-Theme so ein bisschen aufgegriffen, aber halt so richtig austauschbar und komplett egal. Und es ist komplette Bruchlandung gewesen. Die haben nach, ich glaube, ein paar Tagen, fast eine Woche, haben die gesagt, okay, das Spiel stellen wir ein, alle kriegen ihr Geld zurück. Das Experiment ist gescheitert. Und das war 7 Jahre in Entwicklung. Das ist wirklich. Aber könnte ich nicht einfach dann rausgehauen, frei und sagen, hier, dann ist es jetzt einfach euch? Es wollte halt keiner. Und wahrscheinlich, selbst wenn es kostenlos ist, hätte, also klar wären es mehr gewesen. Aber war es auch so schlecht tatsächlich? Ich habe es halt selber nicht gespielt. Dieses aber Videospiel gefiel 4% der Nutzer. Das sind dann bei weiß ich, 16 Leuten einer oder so. Einem hat es gefallen. Der hat sich selbst High Five gegeben nach jeder Runde. Aber der ärgert sich jetzt ganz schön. Ja, aber gleichzeitig haben sie noch Astrobot jetzt rausgehauen, was quasi, also auf der PlayStation 5 ist so eine Art Tech-Demo drauf, von Haus aus vorinstalliert. Tech-Demo? Nein, es ist kein. Nein. Ach, Tino, du hast aber keine Ahnung von Videospielen. Ach, wow, News. Breaking News. Nein, mein Fuß ist Breaking News übrigens. Nein, also so ein vorinstalliertes halbes Spiel sozusagen, was einfach zeigen soll, was der Controller Neues kann und so. So ein Mario-Klon, du bist so ein kleiner Roboter und springst du durch vier kleine Welten. Ein italienischer Roboter mit einem Schnauzbart. Genau, der sagt die ganze Zeit Gelato, Gelato, dreht links eine Pizza, rechts ein Eis und sagt, eigentlich haben es die Chinesen erfunden. Man kennt's. Catchphrase, ja. Ja, it's me, eigentlich haben sie die Chinesen. Egal. Nee, und das hat jetzt einen Vollpreistitel bekommen. Wo quasi auch die ganzen PlayStation-Leute, diese ganzen Franchises hier, Nathan Drake, Uncharted, alles, was du nicht kennst quasi. Ich weiß nicht, von früher kennst du. Uncharted kenne ich vom Namen her. Siehste? Hab ich mal gelesen. Und ja, was kennst du? Ich weiß es nicht. City Skylines. Ja, ich dachte jetzt von diesen PlayStation-Maskottchen, die sind jetzt nicht so bekannt. Egal. Ach, der Maskottchen? Und das? Ja, klar. Okay. Also Nathan Drake ist schon auch ein Maskottchen, würde ich sagen. Und ich glaube, ja, The Last of Us ist ja auch ursprünglich exklusiv gewesen. Da kenne ich die Serie. Ja. Egal. So, und während Concord halt übelst abgestürzt ist, ist das jetzt neben den ganzen Mario-Spielen das bestbewertetste Jump'n'Run of all time irgendwie. Ist Concord nicht auch eine Flugzeuggesellschaft? Ja, die haben, sie wollten einfach nur kein gutes Omen ihrem vielleicht. Namen treu bleiben. Ich glaube, es heißt aber, heißt es Concord oder Concordort? Okay, na. Es ist Concord gibt's, ist ein Flugzeug. Okay, ja, aber es heißt auch so, okay. Mhm. Ja, Concord, also ja. Seit dem 6. September ist es offline. Ja, aber weißt du, das eine crasht halt übelst hart und das andere wird weltweit super gelobt. Besser als so manches Mario-Spiel, bestes Jump'n'Run ever dieses Jahr, so. Bla. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, finde ich, wie das so. Es soll aber auch ein Sims rauskommen, was also nicht von Sims selber, aber irgendwie eine Sims-artige Spielentwicklung. So eine Erweiterung, Sim, sonst. Genau, die Soms, die Sams quasi, ach, haben alle so rote ich Haare. Ich dachte halt so. An die Sims-Sense, aber ich wollte es halt egal. Die Seven Sense. Sons of Simpsons. Hier ist so eine Art Spielsimulator. Ich hast schon wieder so viel Dünnes im Raum. Ich war es nicht. Eine Art Lebenssimulation, ja. Aber halt viel realistischer, so richtig mit zurück. Realistischer als das Leben. Ja, nee, aber als Sims meine ich, ne? Also okay. Auch die Grafik soll richtig krass sein und so und wird auch sehr viel Grafikschmaus fressen. Man sieht einfach, was du für ein Gamer bist, Alter. Ja, da freue ich mich also drauf. Also die Grafik soll gut sein und soll auch Grafikschmaus. Nein, du, aber. Grafikschmaus, sag ich dir. Es klingt gut. Gibt es auch schön Existenzängste mit reingepatcht. Das wäre geil, Depressionen und so, oder warum nicht? Doch, doch, finde ich gut. Hodenkrebs und so und finde ich gut, also wie das echte Leben.
Was sind jetzt keine Krankheiten, oder? Die leben doch immer alle, bis sie sterben quasi. Bis sie also so Krankheiten im Sinne von Erkältung gibt es, glaube ich, schon, oder? Ich glaube schon. Habe ich noch jetzt nicht so irgendwie, du bist so, echt jetzt? Nee. Scheiße. Aber Depressionen gibt es, glaube ich, tatsächlich. Aber es gibt, gab auch so. Na, du kannst sehr down sein, wenn deine Wohnung dreckig ist und so. Mein letztes Sims war, die Sims brechen aus, Alter. Naja, aber ich dachte auch, es gab mal so eine Art Gemälde. Wenn du das kaufst, sind die Sims irgendwie schlecht drauf oder so, durchgehend. Okay. Naja, das ist so eine Art. Ist lange her. Das muss ein Foto von mir sein. Hier hing auch mal so ein Bild, das hat mir auch schlechte Vibes. Zum Glück hast du das mit nach Hause genommen. Welches? Der Schwanz. Hat Mio mit nach Hause genommen, nicht ich, glaube ich. Ach so. Das ist ein Aufkleber, war das, oder? Ja. Das hab ich auch von ihm schon zu Hause. Ja, er hat das hier unter den Tisch geklebt. Naja, hat Mio mitgenommen, genau. Na gut. Aber wessen Dick ist das eigentlich? Wisst ihr das? Nee. Nein. Aber hat eben, also ich kann aus verlässlichen Quellen sagen, der von MCM ist es nicht. Ja gut, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, gut, ich gib's zu, ist mein. Aber sind die Aufkleber, weiß man, kennt man die Quelle von dem Aufkleber? Naja, die hat schon Imp, glaube ich, gemacht ursprünglich, oder? Ist es vielleicht sein Pimmel? Vielleicht. Hm. Hm. Tja. Imp, melde dich mal. Das wollen wir alle wissen. Was vielleicht auch ein Flop werden könnte... In Klammern denkst du, um diesen 90er-Jahre-Spruch nochmal auszuholen, ist der Minecraft-Film. Der hat nämlich auch einen Trailer bekommen diese Woche. Ich habe viele enttäuschende Kommentare gelesen. Mhm. Also ich habe den besten Kommentar drunter gesehen, der es zusammenfasst mit, das wird ein absolutes Desaster und absolute Verkaufsrekorde erzielen. So. Also weil jeder rennt rein und alle beschweren sich. Es ist halt so ein ganz komischer Hybrid aus so digitaler Animation. Aber da sind halt auch echte Menschen drin. Das sieht ganz weird aus. Aber ist der Plot schon bekannt, was so grob passiert? Werden die wie bei Jumanji so reingezogen und müssen da, dann... Naja, die gehen da rein und sollen die einen Block auf den anderen setzen. Hm. Wie das halt ein Enderdrache besiegen. Weiß ich nicht, kann sein. Jack Black ist wieder dabei als Steve, der Standard-Dulli. Aber Jack Black war jetzt zuletzt auch nicht mehr so beliebt als Claptrap. Ja, aber auch seit der Tenacious D-Geschichte so mit der Tour. Da ist er und so, bei dir ja eh unten durch. Ne? Das stimmt leider. Das fand ich nicht cool. Der arme Kyle Gass. Hm? Was war da? Kyle Gass, sein Tenacious D-Partner, hat auf der Bühne, da hatte Geburtstag an dem Tag, in Australien irgendwo ein Gig gespielt. Und das war kurz nachdem Trump angeschossen worden ist. Und da hat halt Kyle Gass so eine Kerze ausgepustet, so geburtstagstortenmäßig, und sollte sich was wünschen. Da meinte er, verfehlt nächstes Mal nicht so. Und dann haben alle gelacht. Und daraufhin gab es auch einen Backlash. Und da hat dann Jack Black gesagt, ey, das war zu hart und so. Und wir brechen jetzt die Tour ab und so. Die nächsten Pläne für Tenacious D. Und das fand ich wirklich richtig scheiße von ihm. Auch Kyle Gass hat sich entschuldigt, was ich auch ein bisschen blöd fand. Man muss doch stehen zu so einem Gag. Also er hat sich jetzt nicht über irgendwelche toten Kinder lustig gemacht, sondern über Trump, der noch überlebt hat. Ja, ich fand das halt ein bisschen dumm, dass es so auf Jack Black abgefärbt hat. So. Naja, aber er war ja wohl auch Teil der Entscheidung. Also ich glaube schon, dass er aus Angst vor seinen... Nee, ich meine das ursprüngliche, so. Oh, wie kann diese Band das sagen? Das meine ich, so. Dass das so auf ihn... Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Ich musste mir jetzt sehr verkneifen, irgendeinen Witz zu machen, wenn dieser Kyle eine Kammer baut. Egal. Ach so, ja. Ist ein Kyle zwischen die beiden getrieben worden. Mhm. Genau das wollte ich damit sagen. Wir lassen das an dieser Stelle... der Minecraft-Film. Werde ich mir nicht angucken. Ich auch nicht, aber ich glaube, viele Leute werden uns es nicht gleich tun. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr ihn gefunden habt. Der ist ja noch nicht draußen, aber ja, schreibt schon mal rein. Ja. Wir gucken dann in ein paar Monaten. Schreibt jetzt eure Prediction rein. Genau, jetzt eure Erwartungen, wie ihr ihn finden werdet und dann, wie er war in ein paar Wochen. Ja. Wie ihn gefunden haben werdet. Werdet haben der Hammer wird in der Scheune gehangen haben. Wer, apropos hängen, scheiße, das ist eine gute Überleitung. Maduro ist übrigens... Nein, Linkin Park. und die sind zurück nach 7 oder 9 Jahren, weiß ich gerade gar nicht. Nach 2017 ist Chester gestorben, jetzt kannst du mal rechnen. Dann nach 20 Jahren sind Linkin Park wieder zurück und haben eine Sängerin revealed, was viele als sehr woke empfunden haben, warum sie jetzt eine Sängerin nehmen müssen. Frauen sollten wirklich im Rock nichts machen. Außer drin sein. Und also ich habe reingehört, ich fand sie richtig gut als Sängerin prinzipiell. Also Linkin Park war jetzt niemand. Also ich habe noch nicht reingehört. Klingt die komplett anders oder versucht die das zu imitieren, was vorher da war? Ich finde, dass sie von Natur aus einfach so ähnlich singt. So, also sie imitiert es nicht, aber sie hatte auch schon so eine ähnliche, sie macht ja auch Musik. Du meinst, sie singt die gleichen Songs und hat die gleiche Melodie? Das ist ja klar, dass sie die alten Songs singt, aber auch neue Songs. Aber ich finde halt, sie klingt auch so... Der hat ja dieses so ein bisschen drin. Da ist ja auch ein bisschen, würde ich sagen. Okay. Ich habe auch nur einmal reingehört und ich fand es gut. Ich bin jetzt kein Linkin Park-Fan, ich habe jetzt nicht viel gehört.
Aber ich fand es cool, dass sie zurück sind und dass sie jetzt mit einer weiblichen Sängerin weitermachen. Aber es gab einen Backlash nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern es gab auch Kritik, weil sie wohl bei Scientology sein soll oder sie war es. Das habe ich gelesen, es war eine Überschrift bei Bild. Ich habe es woanders gelesen. Es ist noch nicht ganz klar, weil es auch keine Äußerung gab, aber das ist wohl rausgefunden worden. Und sie hat einen Schauspieler verteidigt oder soll einen verteidigt haben, der gerade im Knast sitzt von den wilden 70ern. Der hat auch Frauen vergewaltigt, kam ins Gefängnis, ist auch Scientologe wohl, und sie soll ihn wohl supportet haben. Beim Vergewaltigen hoffentlich nicht. Nee, nicht direkt, aber so während der Gerichtsprozesse wird zumindest geschrieben. Deswegen wegen Scientology und wegen Support von diesem Schauspieler, der jetzt im Gefängnis ist. Ja, die sollten sich mal umbenennen in Scient, nicht Scientology. Ja, sollen sie machen. Nee, aber ich dachte, der Skandal ist, weil die Haare auf der Brust hat und sich dann Chest Hair Bennington nennt. Ach so, nee. Es reicht ja. Ja, nee, gehst du da hin? Also Markus hat mich halt tatsächlich angeschrieben, dadurch habe ich das erfahren. Und er so, ey Digi, gehst du Linkin Park? Ich so, hä? Nee, also ich mag ein paar Songs ganz gerne von denen, aber in meiner Klasse gab es so eine Gruppe von Volltrotteln, die übelste Linkin Park Fans waren und die haben es mir ruiniert. Okay, ja. Muss man sagen. Ja, das ist aber quatschig von dir, muss ich sagen. Das ist ja, also, wenn ich nicht mittlerweile geschafft habe, dich zu Onkels-Fan zu machen, mit meinen positiven Vibes. Nee, das ist ja nicht mal ein Ding von, dass das ihr Ruf irgendwie scheiße ist. Wenn der Ruf kaputt geht. Einfach nur, weil die Musik einfach scheiße ist, für mich. Subjektiv. Auf dem CSD heute war auch jemand mit einem Onkels-T-Shirt. Aber ich bin ja echt... Wo ich dachte, besser als Rammstein, aber ja. Ja, ist doch aber schön. Ja? Ist was passiert? Ich glaube, der Kevin Russell, der hat auch eine Regenbogenunterhose heimlich. Ja, bestimmt. Mhm. Das glaube ich wiederum nicht. Na. Ist egal, wir müssen das Onkels jetzt zum großen Thema machen. Linkin Park sind zurück und wir freuen uns. Vielleicht. Die gibt es auch schon ziemlich lange. Die sollten sich langsam mal die Longkills nennen. Wie Linkin Park oder was? Ja. Ja, genau. Wegen Linkin Park. Es gibt ja auch so Coverbands, die irgendwie von so zwei Bands Songs covern. Es gibt so die toten Ärzte, die machen so Ärzte und tote Hosen. So eine Linkin Park oder Onkels Coverband. Mhm. Das wäre voll die Nische, oder? Mhm. Leute, die auf dem Dorf voll feiern. Erst so, Oder? Wie das? Ja. Das kann ich nicht drauf. Ich kann es nur noch unterbieten. Egal. Das spricht dein gebrochener Fuß, aber hau raus. Ja, es war wirklich im Rohr schon ganz schlimm, Alter. Das ist doch der Podcast. Es war halt, wenn die auf der Bühne irgendwie Schokoladeninstrumente hätten, könnten sie sich die Wonkels nennen, wegen Willy Wonka, Alter. Es war so dumm. Wir lassen das an dieser Stelle. Ein bisschen liebe ich jetzt, aber es ist... Ja. Wenn die dann, ich habe halt vor 3 Wochen mal Wonka nachgeholt. Komm, hau einen raus jetzt. Ich respektiere es. Wenn die dann auf Twitch richtig groß rauskommen, dann heißen die dann die Gronkels. Oh Gott. Ja. Doch. Wenn die Fußfetischisten sind, sind es dann die großen Onkels. Ja, doch. So, doch, die Woche dünn. Die Woche ist gar nicht so dünn. Eigentlich was passiert nicht, ja. Hier? München, Schießerei. Schon wieder? No. Ach stimmt, ich habe das gerade irgendwie gleichgesetzt mit diesem Bundeswehrzeug da, aber ja, das, was war da denn los? Man weiß es nicht. Hatten die wieder Auslauf hier, die Marines? Nee. Ich habe es echt nur also am Rand. Also von uns war es diesmal keiner. Hast du das mit? Ich habe es gelesen, aber ich weiß nicht, was da passiert ist genau. Ich habe es gelesen, hat mich nicht interessiert. Bei Schießereien, das ist gerade, weiß ich nicht. Da muss man sich was Neues einfallen. Ja, also. Irgendwie ein bisschen boring gerade ein bisschen. Ich google es einfach mal. Aber apropos dünne Lage... Wer nicht dünn geblieben ist, ist Stefan Raab, der ist auch zurück, der macht jetzt demnächst einen Boxkampf gegen Regina Heimlich mal wieder, Runde 3. Und jetzt kritisieren Fans Stefan Raab für ein Bild, was er gemacht hat, nämlich stell dir vor, du bist 9 Jahre weg und alles, was dir als Comeback-Gag einfällt, ist ein Fettsuit. Er hat wohl jetzt ein Video gemacht, wie er im Fettsuit ist und sagt, er bereitet sich gerade auf diesen Boxkampf vor. Das finden viele ein bisschen low. Ja, aber das ist doch wieder, also ja, ist natürlich, ja, aber das ist ja auch nur anhand der Erwartungen. So, lass den Mann doch kann machen, wenn er das lustig findet. Lass noch mal zurück nach München, weil das ist ja hier echt wild, was ich hier lese. Schütze kam mit Weltkriegswaffe und Bajonett. Holy shit, Alter, hier ist so ein Bild. Der ist ja einfach... Ach, das habe ich auch gesehen. Was ist da denn los, stimmt. Alter? Ja, irgendwie vor. Auf Konsulat und NS-Dokumentationszentrum. Also ist ja echt da nicht gut. Da war ich schon mal drin. Das ist echt
interessant, aber ja. Er fand es scheinbar nicht so interessant. Oh, Alter. So nee, ich glaube, das war auch irgendwie ein Anschlag irgendwie auf die israelische Botschaft oder so, war glaube ich geplant, aber kam nicht bis dahin. Willkommen bei Brennpunkt Halbwissen. Ja, das war so eine, also tatsächlich, das war, weil vor genau zig Jahren an diesem Datum gab es den Anschlag auf das Olympische Dorf. Ah, dang. Stimmt, das gab es auch mal hier bei Olympia. 18-Jähriger. Digga. Ganz schön jung, die Leute, ne? Ich wünschte, wir hätten uns im Vorfeld informiert. Ach, das ist, da ist ja einiges drin. Doch, ich habe es gelesen. Also es war ein Österreicher. Na, dann ist ja alles klar. Und der österreichische Geheimdienst hatte den wohl auch auf dem Schirm, weil er sich halt zu so einer Gruppe ja, hingezogen fühlte und für die halt oft irgendwie, oder da oft Videos geguckt hat oder so. Mhm. Aber das wurde dann alles schnell eingestellt, die Ermittlungen. Genau. Islamistisch irgendwie, ne? In genau, so in die Richtung. Ja. Aber ein Österreicher. Ja. Gibt's auch, ja, wie hier wie Pierre Vogel oder wie der heißt, ist ja auch so ein deutscher radikaler Islamist. Der heißt jetzt Heinrich, falls du dieses Bild nicht kennst. Das wusste ich nicht, ne? Aber finde ich gut. Der heißt nicht wirklich Heinrich. Ich glaube, ich finde das jetzt auch auf Anhieb leider nicht, aber. Ich wollte gerade sagen, suchen sich doch eher so arabische Namen dann, wenn die konvertieren. Nein, aber hier ist von der Gamescom Heinrich mit Pierre Vogel, den Mann. Doch, das stimmt. Ja, gut. Ja. So ein bisschen mehr Gewicht noch zulegen. Ist richtig gut, Alter. Naja. Ja, dran. Pierre Vogel, du hast doch wohl einen. Das ist ein richtiger Vogel, ja, kann man sagen. Ja, Montana Black hat auf jeden Fall wieder auf sich aufmerksam gemacht mit einer witzigen Sache. Der fährt mit seinem E-Bike, da haben wir es wieder. Irgendwie mit Vollschmackes. Das ist wirklich eine illegale Scheiße hier. Das ist wirklich eine illegale Scheiße hier. Er fährt halt mit Vollspeed mit dem E-Bike so einen Fahrradweg lang und dann kommt so eine Absperrung, die halt dafür ist, dass Autos da nicht reinfahren. Mhm. Und regt sich auf, dass da die plötzlich kommen. Oh. Oh. Digga. Bro, das ist ja. Also, das ist wirklich eine illegale Scheiße hier. Und jetzt. Welcher Hampelmann von den Grünen hat die Kacke wieder... Ja, so, die Grünen! Das ist so ein Reflex, oder? Es ist wirklich so fucking stupid, Alter. Der fährt da mit 50 km/h den Fahrradweg lang und... Oh, die Grünen wieder hier. Das ist ja so eine illegale Scheiße. Es ist wirklich ein Fest. Wenn die AfD hier an die Macht kommt und irgendwie das Schulsystem umkrempelt, werden die auch schreiben, dass die Dinosaurier damals wegen den Grünen ausgestorben sind. Mhm. Das ist ja wirklich so dumm. Also, es ist wirklich richtig, richtig dumm. Was ist los mit den Leuten? Ja, vor allem hat er noch nie solche Dinger gesehen. Ist das für den Neu? Also, ne, ja, okay. Wer das jetzt vielleicht nicht verstanden hat, nicht irgendwie Poller, sondern halt so Schranken, die ja verhindern, dass Leute da reinfahren mit Auto. Ja, genau. Ja. Und ja, es ist halt nach einer Kurve, aber wenn man da mit einem normalen Fahrradtempo, selbst mit einem schnellen Fahrradtempo fährt, dann sieht man die auch rechtzeitig. Er hat es ja jetzt hier selbst mit dem E-Bike rechtzeitig gesehen, er hat es halt nur erschrocken und dann dieses typische, oh, das war jetzt eigentlich peinlich und ich kaschiere das jetzt, indem ich gegen irgendjemanden schimpfe, so und... Dumm. Stellt euch mal vor, da wäre jetzt nicht diese Schranke gewesen, sondern ein Kind oder so. Ja, weil boah, diese illegale Scheiße hier. Die Grünen mit ihren Kindern, dass sie immer hingestellt werden. Oder war das vielleicht ein Gag von dem gewesen? Nee, ja, das war ja auch nicht das erste Mal so. Ach so. Ja, Sympath auf jeden Fall, der hier Monty. Ja, von dem erwartet man es halt. Ich mochte schon seine Puddings immer früher nicht. Hm. Doch, die mochte ich dann. Ja, jetzt müssen wir ja, glaube ich, mal so ein kleines Fässchen aufmachen. Ich weiß nicht, in Deutschland hast du das vielleicht mitgekriegt, weil das ist eine Sache, die diese Woche tatsächlich parallel in Deutschland und in den USA so ein bisschen aufgedeckt wurde. Ich glaube, in den USA sind es mehr die rechten Influencer, wo aufgedeckt wurde, dass sie Geld bekommen haben von russischen Oligarchen. Ja, genau. Elon Musk hatte ja auch, war ja auch dabei. Genau, ja. Von dem habe ich auch gleich noch hier ein kleines Paper vorbereitet. Mhm. Und in Deutschland war es eher, dass nochmal irgendwie bestätigt wurde, dass XY AfD-Politiker. Nee, ich glaube, es gab dieses interne Kreml-Dokument, wo drin stand, dass wir die AfD um jeden Preis unterstützen oder so. Genau, das war in Deutschland das Ding. Genau. Ne? So. Ja, erzähl mal was. Darüber? Was hast du gestern gesehen? Vogel? Wir hatten doch schon das Thema, dass bekannt war, dass Elon Musk von irgendwelchen russischen Oligarchen Geld bekommen hat. Das ist doch schon... Ja, aber Elon, ich dachte, du bist der Deutschlandbeauftragte. Elon, ja, na, hier ist halt die AfD von Russen gekauft. Das ist ja nichts Neues. Ja gut, dann sag halt nichts dazu. Wow. Mach ich auch nicht, schweig dazu jetzt. Na gut, dann... Also Elon hat wieder einen richtig reingebrainrottet. Und zwar hat er einen Beitrag geteilt von 4chan, wo jemand sagt, ich kann sie auch vielleicht einmal vorlesen. People who can't defend themselves physically, women and low-T men
Ja. Also Low Testosteron. Parse information through a consensus filter as a safety mechanism. So, also wenn ihr Informationen bekommt, ihr Frauen, dann geht das durch so einen Sicherheitsmechanismus. Ja. So. Was Nachdenken heißt wahrscheinlich. Ne? They literally do not ask, is this true? They ask, will others be okay with me thinking this is true? Ja. Also ihr fragt euch nicht, ist das wahr, sondern ihr fragt euch, ist das okay, wenn ich das denke? Das ist doch normal, dass wenn man eine Meinung hat, dass man überlegt, irgendwie, wie gesellschaftsfähig ist das eigentlich? Das ist doch normales Denken eigentlich. Aber das ja, für ist, dich. Ja. Ach so, scheiße. This makes them very malleable to brute force manufactured consensus. If every screen they look at says the same thing, they will adopt that position because their brain interprets, Alter, mein, das schiebt's auf den Fuß, it as everyone in the tribe believing it. Also wenn ihr überall die gleichen Informationen seht, ich weiß gar nicht, warum ich ihr sage, aber ne? Naja, gut, uns geht's. dann denkt ihr, das ist halt so. Und jetzt, only high testosterone alpha males and a neurotypical people, in Klammern, hey, autists, are actually free to pass new information with an objective, is this true? Ja, also nur high testosteron Männer und Autisten, beziehungsweise nicht neurotypische Menschen, die können neue Informationen mit, ist das wahr, quasi filtern. This is why a republic of high status males is best for decision making. Also man braucht eine Republik, er spricht ja auch, Moment, democratic, but democracy only for those who are free to think. Also eine Demokratie nur für die High-Testosteron-Menschen und die Gestörten. Das heißt natürlich jetzt sehr, ne, für die neuro-untypischen Menschen. Und Elon Musk retweetet das mit interesting observation. Und der Ursprungspost, also known as the Reich-Effekt, also Reich im Sinne von Drittes Reich, ja, also es soll quasi eine Republik geben. Es soll eine Republik geben, wo nur Demokratie gilt für die vollgepumpten Steroidentypen. Da bin ich dafür. Ich finde, es soll irgendwo eine Insel geben, wo die ganzen Elon Musk. Da machen wir dieses Experiment. Alpha-Mails, wie heißt hier Karl S. oder wie der heißt. Ja. Die kommen auf eine Insel. Alle Männer, wirklich alles so cis Arschloch Alpha-Male-Männer kommen dahin und machen ihren eigenen Scheiß, können ihr Fleisch da fressen. Die können sich gegenseitig Handelbanken. Die können SUVs rumfahren, wie sie wollen. Also Leute, bitte, Frauen danke. Kommen und gehen. Aber 100 Kilo Bankdrücken, es sind 100 Kilo Bankdrücken. Ich bin voll dafür. Sie sollen ja einen eigenen Staat machen, aber nicht da, wo schon Menschen leben, sondern machen ihr eigenes Ding auf irgendeiner Insel auf. Da sind sie weg. Dankeschön. Was? Find ich finde ja sehr witzig, dass dieser Retweet suggeriert ja so ein bisschen, dass Elon sich selber da als so einen Alpha-Typen sieht. Ja? Aber also vor allem sowas ohne sein Geld. Teilen und liken Leute, die am wenigsten so einen Fax auf Fakten geben. Mhm. Weißt du, den kannst du Researches, also Recherchen an die Hand geben und kannst dir irgendwelche Studien geben und die glauben daran nicht. Tja. Du kannst denen vor Schienbein treten und die glauben, weiß ich nicht. Die also, Grünen waren's. Die Grünen waren's. Also, nee, also Donald Trump kann denen vor das Schienbein treten, würden den Grünen die Schuld geben, so in die Richtung den Demokraten, weißt du? Das ist halt einfach, nee. Das ist so offensichtlich dumm, da muss man nichts dazu sagen. Ja. Alpha-Mails, Alter, das sind die schlimmsten. Und dann nochmal, weil wir den neulich mal in einem Podcast hatten, der Typ, der diesen Skatepark gekauft hat, der auch so ein rechter Meinungsmacher ist, sag ich mal, Tim Pool. Der war nämlich auch einer von denen, die quasi sehr viel Geld bekommen haben aus russischer Quelle, um Scheiße zu verbreiten. Mhm. Und der ist jetzt unter FBI-Investigation und hat dann ganz schnell so ein Zurückruder-Tweet gemacht, ja. Und hat dann gesagt, ey, ich habe jetzt gar nicht gescreenshottet, was er dann... Also er hat ursprünglich gesagt, die Ukraine ist der Gegner unseres Landes. One of the greatest enemies of our nation right now is Ukraine and we should apologize to Russia. Ja, ja. Und ich habe jetzt leider nicht gescreenshottet, was er quasi zurückgerudert hat. Es war dann so, nach vielem Nachdenken bin ich dazu gekommen, dass die Ukraine die Brotkammer von Europa ist und sehr wichtig. Und es war halt echt so... Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Der ist ja trotzdem unter Investigation, auch wenn er jetzt sagt, ich habe mich gehört. Weil das ist dieser Sicherheitsmechanismus und so dieses Nachdenken. Da hat er durch sein neuro-untypisches Gehirn mal kurz durchgefiltert. Ja, sehr, sehr witzig. Ja, sehr stark der Typ auf jeden Fall und alle anderen auch.
Der sollte lieber dabei bleiben, Skateparks zu kaufen. Ich wünsche diese ganzen AfD-Trottel und würden mal merken, was für Volltrottel die da eigentlich wählen und den hinterherrennen, die ja wirklich bestechlich sind. Also die werfen immer, sicherlich gibt es auch bei SPD und so, bei CDU auch Bestechung, keine Frage. Aber das sind ja andere Auswüchse wie jetzt, was bei der AfD und bei den Republikanern passiert. Oh. Da kommt ja echt hier so ein Putin und streut da die Millionen in die Leute rein, damit sie echt so Fake News einfach verteilen und so. Mir fällt gerade jetzt erst auf, wenn ein Jugendlicher sich mit Scheiße einschmiert in den USA, ist das ein Putin? Ja. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Gab's auch so Gags aus der Queer-Community, so von wegen Putin, wegen Put-In und so, gerade eher. Ja. Wann haben wir denn eigentlich angefangen, habe ich das mal im Auge? 20. Ach so, na dann ist doch ganz entspannt. Wir sind abends für euch heute, liebe Leute. Mhm. Da, ihr hört das richtig raus, ja, diese Freshness. Nicht dieses, oh, ich bin gerade erst aufgestanden und ich bin ja auch krank und ja, so. Jetzt kommt dieses, oh, ich will ins Bett, ich bin krank. Ja, nee, ich habe nur Fußbobolle. Wir müssen noch die Landtagswahlen nachbesprechen. Ach die wir in Scheiße, nee, die wollen wir vergessen. Ja? Nee, müssen wir ja. Also nach wie vor war es ja zum Glück mehr oder weniger so, dass Jena, Weimar, Erfurt zum Teil noch so ein bisschen Safe Spaces waren. Naja, was mal. Heißt das? Also, ja, das heißt für das Land gar nichts, aber es ist immerhin ein Gefühl. Ja. Also, die Grünen sind raus, die FDP auch, 1% alle. Die Grünen sind aber in Sachsen noch drin. In Sachsen sind drin, aber ich rede jetzt von Thüringen, was das relevantere Bundesland ist. Denn das einzige und erste Bundesland mit der Sperrminorität, bei Sachsen haben sie ja wieder zurückgenommen. Genau, da gab es wohl einen Rechenfehler. Ja. Was für die Rechten mal wieder nach Wahlbetrug klang. Obwohl, für mich klingt das nach Schulgarten. Obwohl es tatsächlich in Sachsen Wahlbetrug gab von Rechten, aber wiederum der. Ach, einen rechten Fehler? Genau, für die Freien Sachsen haben nämlich Wahlzettel manipuliert tatsächlich, kam jetzt raus. Okay. Und es musste nicht zum ersten Mal passiert sein. Jetzt wollen sie noch andere Wahlen überprüfen, nur Wahlzettel. Weil die wohl ganz geschickt so Sachen einfach überklebt haben, haben dann einfach ein Kreuz. Ach so, ja, stimmt. Genau, richtig dilettantisch. Das weiß doch jeder, dass man das mit Tippex macht. Ja, sag ihnen das mal. Ja. Ja, also das halt dazu. Ne? Also die Grünen sind irgendwie raus, die FDP 1%, alle mit Kemmerich 1%, das ist schon echt. Das tut mir so leid, der Kemmerich, das war so ein sympathischer also, Steve Jobs. Also er schiebt es ja auf die Bundespolitik von der FDP, aber ich glaube, die FDP ist auch nicht überall rausgeflogen aus den Landtagen. Ja, also wenn die FDP nicht im Bund wäre, der hätte der 100% gekriegt. Jeder liebt Kemmerich. Ja, alle lieben Kemmerich auf jeden Fall. Ja, ansonsten, die Linke hat an die BSW verloren, an das BSW verloren, obwohl es ja mal hieß, dass Wagenknecht der AfD-Stimme wegnehmen will. Mhm. Ist nicht passiert, surprise, surprise. Die AfD ist stärker geworden, BSW hat aus dem Stand auch irgendwie einen zweistelligen Betrag geholt. Die Linken sind abgestürzt, massiv. SPD war auch kurz vorm Rausschmiss, also richtig ekelhaft. Ja, machst du schon mal deinen Altar für Höcke bereit, oder? Noch nicht. Es bleibt ja interessant. Die nächsten Tage und Wochen werden ja spannend. Die CDU ist wahrscheinlich in unserer Pattsituation, weil theoretisch die sehen sich ja ein bisschen genötigt, obwohl es ja auch dieses Unvereinbarkeits. Genau. Es ist mein Fuß heute, ganz schlimm. Ja. Abkommen gibt, aber theoretisch müssten die ja vielleicht mit den Linken zusammen machen, um zumindest nicht eine Minderheitsregierung zu machen. Es geht eigentlich gerade nichts richtig. Also ohne Brandmauern einzureißen kann man keine Regierung gründen. Ja, ich habe auf jeden Fall so ein, ich weiß nicht, ob das die Berliner Runde war, nee, das war irgendwas anderes nochmal. Ich glaube Land sogar oder sowas. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich mir angeguckt und dann so, ja, also die Brandmauer zu der AfD steht natürlich. Ja, und zu den Linken ja auch. Aber ein bisschen weniger. Das irgendwie. Ja, witzig ist ja, die CDU gerade unter Merz hat ja auch vor einem Jahr noch gesagt, die Brandmauer gegen die AfD steht. Das war ein Zitat. Mhm. Jetzt behauptet er, dass das Wort Brandmauer nie gefallen wäre und das alles gerade zu beschwichtigen. Also, heißt das auch nicht, das heißt doch Brandschutztür eigentlich. Eigentlich schon, ja. Das stimmt. Also es muss eine Regierung geben mit BSW, anders geht's gar nicht tatsächlich. Also es muss CDU, BSW, Linke. Naja, das ist doch das Einzige, was auf 50% kommt, oder? Habe ich das falsch im Kopf? BSW, ja, genau. CDU, Linke. Sonst gäbe es halt noch AfD und BSW, aber die wollen auch ja, nicht. Ja, also das Einzige theoretisch realistische. Genau, so AfD ist ja eh raus, obwohl aktuell. Die halt die Stärksten natürlich sind, ne, so stimmenmäßig. Also es wird nur richtig eklig auf jeden Fall. Also wir werden wahrscheinlich einen Vogt bekommen als Ministerpräsidenten. Ramelow ist abgewählt. Ja, aber der weiß wenigstens, dass es gehackt ist, heißt du nicht Matt. Das stimmt. Also bitte. Das ist ja wohl das Mindeste. Müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, und noch eine spannende News ist, dass Höcke seinen Wahlkreis nicht bekommen hat. Ach so, ja, stimmt. Das heißt, eigentlich kommt Höcke nicht in den Landtag. Aber da gab es ja diesen Formfehler. Das ist aber ein anderes Thema. Also, war das nicht das?
Ich hatte das so verstanden, dass das quasi dadurch, dass zwei da irgendwie nicht auf die Liste drauf sind, er dann irgendwie da reinrutscht oder so. Nee, also er hat ja sich einen Kreis ausgesucht, wo er gewinnen könnte. Jemand, der auf alte Männer steht, sucht sich auch einen Kreis aus. Genau, ja. Seinen eigenen Wahlkreis würde er nicht gewinnen, deswegen hat er einen anderen genommen. Hm. Er trotzdem verloren und rechnerisch gesehen, ne, wenn das nächste sich verschiebt, wäre er raus aus dem Landtag, Höcke. Aber wenn ein Kamerad von ihm verzichtet, kann er nachrutschen wegen der Liste, weil er da auch mal drauf ist. Na gut. Also einer muss verzichten und es wird spannend, wer macht es, weil so Landtagsposten ist schon geil. Er ist gut bezahlt, du kriegst danach noch einen Ehrensold eine Weile. Das heißt irgendwie anders, aber du kriegst auf jeden Fall noch ein Gehalt, wenn du raus bist. Es ist lukrativ. Also wer darauf verzichtet, muss schon ein großer Höcke-Jünger sein. Hm. Und dann zahlen wir Höckes Gehalt. Das machen wir schon immer. Seit 10 Jahren schon eigentlich. Mit Leidenschaft. Also alles, was ich zahle, kriegt der. Alles. Ja, das ist so das, was in Thüringen passiert ist. Sachsen war es auch ähnlich schlimm, aber nicht ganz so wie bei uns. Da sind die Grünen wenigstens noch drin und die AfD diese Sperrminorität nicht. Aber auch da wird es regierungstechnisch sehr schwierig. Wobei, da war die AfD nur zweitstärkste Kraft in Sachsen. Ja. Da ist die CDU der große Sieger. Ja, wir Thüringer waren halt immer schon Vorreiter. Auch bei NSDAP in unserer Zeit voraus, ja. Ja, war's das oder wollen wir noch ein bisschen rumheulen? Nee, komm, reicht. Reicht. Wir bleiben dran, ne? Wir bleiben am Ball. Toi, toi, toi. 100 Tage, 100 Fahrenheit in Phoenix. 100 Tage. Das war mal eine Überleitung. 100 Tage lang gab es 100 Fahrenheit in Phoenix. Mhm. Weißt du, wie viel Grad? Ja, was schätzt du? 40? Nee, nicht ganz. Arschloch, hast du hochgeschätzt. Dann ist das jetzt ist es nicht mehr cool, wenn ich 37,7 sage. Das war jetzt so eine random Beleidigung einfach. Ja. Nein, ich dachte, Arschloch ist keine Beleidigung. Kennst du das, wenn dann halt jemand sagt so, ey, schätz doch mal. Und die Person schätzt aber halt noch höher, als es eigentlich ist. Und dann sagst du das und dann ist es nicht mehr beeindruckend. Das ist zwischen mir und mir immer so Dinge. Man kommt oft mit so irgendwelchen Sachen nach Hause, irgend so eine Kerze von DM oder so, frag ich, was kostet das? Und ich bin immer ganz ziemlich nah dran, dann immer so, ach, scheiße. Du bist einfach Mann vom Volk, Dino. Du kennst dich halt aus. Bin ich ein Mann, ja, ist kennst das so? Deine Pappenheimer, weiß ich nicht. Wollen wir jetzt Gender assume? Sag mal. Doch, ich bin gut im Schätzen, war ich auch in der Schule schon. Wir hatten immer, in Physik war das so, da gab es mal so eine mündliche Prüfung. Smaug ist auch gut in Schätzen. Ja, mein Schatz. Das hat er nicht gesagt, aber ja. Nee, das war doch der andere hier, das war doch hier. Gollum, nicht Gandalf. Und zwar war das so, dass die Lehrerin hinter die Tafel eine Zahl geschrieben hat, von 1 bis 24, so viele Menschen, wie wir in der Schule waren, in der Klasse waren. Dann musste eine nach der anderen eine Zahl sagen. Wer die Zahl hat, muss die Prüfung machen. Okay. Und in allen 3 Jahren, ohne Scheiß, war ich immer zum Schluss dran, weil ich immer richtig geschätzt habe, welche Zahl dran stehen könnte. Aber das ist ja kein Schätzen. Das ist doch Raten. Was für eine Prüfung? Dann was raten. Das ist so eine mündliche Prüfung einfach. Jeder musste einmal im Jahr, im Schuljahr so eine mündliche Prüfung machen. Also für Schätzen brauchst du ja irgendeine Information. Und ansonsten ist es Raten. Dann hat man ja quasi verloren, wenn man es richtig schätzt. Naja, du musst halt eine Zahl nennen und wenn du die hast, dann musst du halt vorgehen. Genau, alle wollten die halt nicht kriegen, die Zahl. Und ich war in allen 3 Jahren der Letzte. Das ist gut. Habe ich gut geraten. Ich check's noch nicht ganz. Herr, aber da stand eine Zahl. Wir waren 24 Menschen in der Klasse. Ja. Und Frau Dingsbums schreibt an die Tafel, Sie sollte dringend mal heiraten und meinen Nachnamen bekommen. War Doppelname, Dingsbums quasi. Ach so. Und sie hatte halt eine 11 hin dran gemacht. Okay. Und jetzt mussten wir halt alle Zahlen außer die 11 erwischen, um nicht ranzukommen. Mhm. Da kommt irgendwie der Philipp, sagt 5. Herr, aber nur einer kommt dann dran tatsächlich. Ja. Ach so. Einer kommt dran. Aber wieso warst du dann der Letzte? Naja, weil es jeden Tag war, also immer bei jeder Stunde mussten wir das neu schätzen. Da hat immer so eine neue Zahl dran geschrieben. Okay. Und zwar immer aber in dem Sinn ist es ja auch gar kein Vorteil, als Letzter dran zu kommen, oder? Das ist doch eigentlich egal. Wenn jeder dran kommt. Also damals war es geil, irgendwie nicht drankommen zu müssen. Ich habe immer drum rum. Na gut. Aber ich dachte, du hast es richtig geraten. Also erraten. Na, richtig, in dem Fall war ja das nicht die Zahl zu erwischen. Hat richtig falsch geraten. Ach so, okay. Das war ja. Ich dachte, du hast die Zahl erraten. Nee. Okay. Derjenige, der die errät, muss halt dann zur Prüfung drankommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du die Zahl nicht errätst. Da steht eine Zahl und Dino hat es geschafft, von 24 Zahlen diese eine Zahl nicht zu sagen. Ja, genau. Mehrfach. Und warum, wenn du als Letzter dran kamst?
Wie kannst du denn dann nicht die richtige, also dann haben ja alle nicht die richtige Zahl. Nee, ich glaube, immer ja, mehr Tage quasi gehen ins Land. Die werden ne? immer weniger auch. Und die, die dran waren, sind dann raus, oder? Genau, dann sind es nicht mehr 4 und sein nächstes genau. Mal 23 Zahlen. Immer wie viele anwesend sind, minus die schon dran waren. Sag mal, unsere Lehrerin hat einfach mit Bleistift so gemacht im Buch und hat gesagt, sag mal Stopp. Das gab es in Mathe auch, ja. Und, also da ist ja eine Psychopathin gewesen bei euch. Das war in Mathe, ja. Vorspiele hier veranstaltet. Ja, das war in Mathe bei uns auch so. Aber es war, also klar, es ist dumm eigentlich. Ne? Aber in der Uni, da habe ich mich mal als erstes gemeldet, weil ich dachte, okay, da will ich es weghaben. So. Aber mhm. auf dem Gymnasium war ich noch ein bisschen dummer. Wer sich am meisten Fleisch abschneidet. Sollte nicht dran. So ein Elektroschocker, weißt du, so. Ist es, der dran oh, ist ja, so, doch. Ja. Oh, hey. Na gut. Da kann ich das doch, wenn dann so Grauen durch die Klasse ging, wenn man nicht dran war, irgendwie. Und ja, Phobos, doch. So, oh. Philipp und alle so. Oh, ja. Geil. Und Philipp so. Oh. Hä, aber ich weiß nicht, was für Prüfungen ihr machen musstet. In Physik? Ich weiß nicht. Wenn in der letzten Stunde was dran kam, was wir mussten es halt ja, mündlich sowas quasi. Wiedergeben wahrscheinlich. Ja. Ja, aber bei uns war das nicht so ein Ding. Also Physik generell. Physik, Mathe haben wir auch gemacht. Energie. Geografie. War auch die gleiche Lehrerin, Physik und Geografie und Mathe bei uns. Die hat immer diese Prüfungen gemacht, jedes Mal. Nee, das hatten wir nicht. Nur Singen und Klatschen gemacht in der Schule. Ach so, ja gut. Ich war nicht auf der Waldorfschule. Deswegen habe ich so ein gutes Wort. Immerhin. Ja, gut, dass wir mal über die 100 Tage, 100 Fahrenheit geredet haben. Ach so, stimmt, ja. Wir schweifen ab. Ja, neuer Hitzerekord. Phoenix müsste in Arizona sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und hat halt 37,7 Grad 100 Tage lang nicht unterboten. Das ist krass. So heiß wie nichts anderes. Wenn du wollt ja dann wie Phoenix aus der Asche wieder aufsteigen. Ja, ja, die Zuhörerschaft hat sich schon halb erhangen, Alter, in dem heutigen Podcast. Tut mir leid, Leute. Ja, die andere Hälfte muss nächste Woche schreiben, wenn jetzt ja. Ja, wenn in den bei den Waldbränden keine Tiere mehr im Wald sind, dann ist auch Phoenix. Oh Gott. Wenn wir schon mal beim Thema sind. Ja, na gut. Ja, schlimm, dumm. Gerade brennt doch auch. Kann man es mal eingeordnet für euch. Gerade brennt doch auch in Deutschland. Mach doch mal bessere Natur und Wetter. Brennt nicht auch gerade der Brocken irgendwie in Deutschland oder Brocken. So? Der Brocken. Der Brocken? Der Brocken. Ach, der Brocken, ja. Der Brocken. Der brennt. Der Kurzbrocken. Ich dachte, der Brocken brennt. Ist ja nicht, die müssen die mal höher bauen, damit da Schnee liegt. Der Brocken brennt. Der Brocken brennt. Okay. Warte, jetzt habe ich instinktiv hier Nüsse. Ich kann nicht wieder im Podcast essen. Die Leute rasten aus. Hier weit brennt ein Brocken. Brocken am Harz. Löscharbeiten gehen weiter. Ja, pass auf, wenn die den gelöscht haben, ist danach irgendwann wieder der Brocken trocken. Ist egal. Das war auch schon, der Brocken brennt. Also eben war auch schon vor Ort, hat dann zu den Bäumen gesagt, löscht euch. Ja, doch. Naja, wenn da keine Bäume mehr stehen, dann kann man auch mal auf dem Brocken rocken. Platz dann. Gibt's ja auch Festival, Rocken auf dem Brocken. Rocken auf dem Brocken. Ja, gibt's schon, wirklich. Geil. Das ist kein Scherz. Da verliere ich meine Socken auf dem Brocken. Das fällt dieses Jahr ins Löschwasser. Brocken. Dieses Festival. Ja, also wollen wir irgendwie kurz vom Brocken weg und nochmal nach Amerika rüberdüsen, oder? Warum nicht? Komm, ab in den Flieger, los geht's. Also da gibt's diesen Donald, wir haben Duck. Ihn schon ein paar Mal gehört. Tremendous Guy. Und der wurde befragt, also es gab wieder eine Sexual Abuse Allegation oder auch Rape oder so, man weiß nicht genau so. Ist das ne? mit dem Zettel? Was für ein Zettel? Egal. Nee, also das ist, wenn Mann und Frau, egal. Das Wieso ist nicht Mann mit einem Zettel. Ja, das war jetzt nicht. Es gibt nur zwei. Das war ein. Rudi Völler. Das war, hatte ja gar nichts mit Gender Assume zu tun, sondern dass das ein Sprichwort ist, wenn Mann und Frau sich ganz doll lieb haben. Das ist ja nicht von mir, das habe ich jetzt nur aufgeschrieben. Ein Sprichwort ist einfach nur cis-heteronome. Normative Propaganda. Scheiße, ja. Schwanz abhacken. So. Ja. Also, es geht in diesem Fall aber um den Mann Donald Trump und die Frau, keine Ahnung, wie sie heißt. Weil du klar ist, die Frau nicht kennst, ne? Ja, weil die halt nicht jeden Tag in den Medien ist. Ach so. So, und da hieß es wieder, ich mache mal ein Statement. Mhm. Ja. Eine Ansage. Und da wurden Sachen gesagt. Hat er auch so 40 Minuten Battle Rap gemacht? So ähnlich tatsächlich. Ach, geil. Das Witzige ist, dass im Hintergrund seine Anwälte stehen und du siehst... So, auch geil, wenn du Rapper bist, so Battle Rapper und die Anwälte so dahinter, alles abnicken. Darf er sagen, ja, darf er sagen. Das war leider das Gegenteil. Also du siehst wirklich die Gesichtszüge entgleisen bei manchen Aussagen. Ja. Vor allem, weil er dann gegen Ende E. Jean Carroll wieder name droppt. Das ist ja die schon erfolgreich gegen ihn geklagt hat. Das ist quasi vor Gericht bewiesen wurde, dass sie vergewaltigt wurde von ihm oder, ich will es nicht falsch sagen, vielleicht war es auch nur
Aber halt gegen ihren Willen auf jeden Fall. So, ja, der ne? hört's eh nicht. So, und dann ging es jetzt um eine andere und dann hat er gesagt, what are the chances of that happening? What are the chances? Trump questioned. And frankly, I know you're going to think it's a terrible thing to say, but it couldn't have happened. It didn't happen. And she would not have been the chosen one. Und dann wiederholt erst nochmal, she would not have been the chosen one. Und wenn, ich erstick gerade an Nuss und an Dummheit von Trump. Wenn es darum geht, dass da jemand vergewaltigt wurde, vermeintlich, und dann vom Chosen One redet, das ist einfach so viele Ebenen drüber. Und das ist ja seine Verteidigung. Sie war nicht die Auserwählte, das kann nicht sein. Es ist echt so finster. Und dann im Hintergrund halt die Anwälte, die sich so, kann ich hier auf der Bühne stehen bleiben? Ganz, ganz finster, wirklich. Und das andere, was eine ganz große Welle geschlagen hat, Dick Cheney, der ja quasi eigentlich das Mastermind hinter George W. Bush war, der Vizepräsident, der hat jetzt Kamala Harris endorsed. Also hat gesagt, dieser urböse Demokrat, nicht Demokrat, sondern Republikaner, wählt jetzt demokratisch. Soll nicht auch das Putin gesagt gut. haben, dass der Kamala Harris... Das ist diese Woche auch passiert, ja. Aber das ist natürlich aus anderen Gründen. Mhm. Weil, guck mal, die alte Kommunistin wird jetzt von Putin unterstützt. Mhm. Wer weiß, was daraus wird. Ja, und Trump, sein Strafmaß wurde auch erst nach der Wahl irgendwie announced. Genau, da gab es eine Judge Cannon, müsste das gewesen sein. Die hat quasi das so weit rausgezögert, dass die eigentliche Urteilssprechung erst nach der Wahl ist. Also die wurde, glaube ich, auch von ihm damals ins Amt gehoben. Er kommt so oder so in den Knast wahrscheinlich, also hoffentlich. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Es ist auch, die Wahl ist auch auf jeden Fall noch nicht gelaufen. Es ist zwar irgendwie so 40-60, aber 40% ist viel. Ne? Dauert ja auch noch, bis die Wahl ist. Ne? Zwei Monate. Ja, kann einiges passieren, dass Trump nochmal angeschossen wird, das andere Ohr dann diesmal. Ja. Na, das ist doch der christliche Glauben, oder? Wenn die auf ein Ohr geschossen wird, stimmt, heißt das andere hin oder so. Ohr inhalten. Eigentlich schon, ja. Ja. War unchristlich von ihm, finde ich. Ja. Ordentlich durchgenommen. Also Jesus hätte sich wahrscheinlich erschießen lassen. Ja. Jesus. Der hätte sich reingehechtet. Hätte eine Peitsche genommen und ihm in die Fresse gehauen. Würde ich sagen. Ich find, der Schuss, der ist ja sehr nah am Ohr vorbei. Das war bestimmt ohrenbetäubender Lärm. Ja, den Schuss Trump nicht gehört. Aber ich finde, dieses Wort Endorsement klingt irgendwie so ein bisschen so wie das Gegenteil. Er hat sie endorsed, so blamiert, weißt du. Das heißt, so embarrassed ist ja blamiert. Ja, aber es klingt so ein bisschen, ich finde vom Klang her, er hat sie endorsed, so ein bisschen, ich habe sie voll bloßgestellt, finde ich. Also es ist eine Wahlempfehlung quasi, ja, die ausgesprochen wird. Ich lege hier mal Tino so eine kleine Kartoffel hin. Dankeschön. Ich gehe mal zum Arzt. Ich habe jetzt zwei wirklich. Kartoffeln, hier guckt eine raus und hier, oh, das ist richtig schön. Ja, geh mal zum Arzt lieber, lass mal angucken. Ach du, mal mit deinem Arzt. Ja, Arzt schmarzt, ist wichtig. Alles dazu gesagt. Ja. Warum hast du einen Black? Bist du jetzt krasser Gitarrist hier? Plektrum? Ne? Wurde mir geschenkt. Na dann. Warte, spiel doch mal an meinen Heartstrings. Das ist Pick of Destiny quasi hier. Aber ich kann gar nicht spielen, also nicht richtig. Ich habe Bass mal gespielt eine Zeit lang, aber ist schon eine Weile her. Sind wir durch oder was ist das hier gerade? Also ich hab jetzt keine krassen Themen mehr tatsächlich. Na gut. Wir haben auch noch 10 Minütchen. Ja, aber wir müssen ja die Woche jetzt dann auch noch bewerten und du hast ja gesagt, die wäre dünn. Aber wie wir gelernt haben, in München ist auch irgendwas passiert. Stimmt, also da müssen wir Anlauf nehmen, um diese Skala jetzt hier mal nach oben zu hieven. Hier, Luke Mockridge ist wieder in Kritik geraten. Das soll ich mir noch angucken, deswegen habe ich nicht rein. Der hat sich über die Paralympics lustig gemacht und ich habe das Video leider noch nicht gesehen. Oh mein Gott, das muss ich mir gleich angucken. Ja, auf jeden Fall, weil die Leute, die das kommentiert haben, haben gesagt, ich dachte, das wäre so ein Zusammenschnitt von irgendjemandem, der halt so ein Worst-of gemacht hat, aber es war halt das, was sie selber hochgeladen haben. Oh mein Gott. So. Das ist schlecht. Ja. Also auf Instagram, ich weiß nicht, ob es jetzt noch online ist, aber da gab es auf jeden Fall, es ist wirklich, das ist doch, niedriger geht's nicht. Ich weiß, ich mache ja auch manchmal Witze über Peter, aber der ist ja in on the joke so. Ja, ja. Und irgendwelche Leute, die halt auch Höchstleistungen bringen, das ist echt teilweise so krasser Scheiß dabei. Ich habe so einen Einbeinigen gesehen, der halt auf ein Bein anhumpelt quasi. Und dann irgendwie 2,30 Meter springt. Das ist doch insane, Alter. Das muss man doch mal. Ich schaffe dich mal mit 2. Ja. Oder mit 3, auch nicht. Das ist schwierig. Ja, vielleicht waren es noch nicht ganz 2,30. Das schaffe ich nicht mehr. So, und die machen sich drüber lustig. Es war noch irgendjemand dabei, den man kennt, aber ich komme gar nicht drauf. Luke und irgendein anderer C-Promi. War der das? Oder? Nee, weiß ich nicht. Ja, wir sagen aber mal, Kristall war das, der Assi. Ja, weil der den deutschen Claptrap so scheiße gesprochen hat. Faisal Kamusi, stimmt, der ist doch auch so ein...
Ja. Frauenhasser. So Krawall. Scheusal, Kavusi. Kavusi Mu, Alter. So Juwichte bekam Behindertenfeind. Krawall-Susi. Eine Krawall-Susi ist das. Mhm. Ja, cool, haben wir auch nochmal darüber berichtet. Ja. Da war, geht die Woche direkt nochmal 0,5 hoch. War auf Facebook gerade, habe ich gesehen. Na dann. Das ist eigentlich das schon Old News. Achso, der Co-Songwriter von My Heart Will Go On ist gestorben. Ja, gut. Und er hat auch dieses In Heaven mitgeschrieben. Das ist ein schöner Fun-Fact, ne? My Heart Will Go On wurde in einem Take aufgenommen, weil die hatte sehr schlechte Stimme das an dem Tag. Das weiß ich, ja. Ist ins Studio gegangen, hat gesagt, fuck you, Leute, ich mache hier nur einen Take, ich will heim. Und da hat sie es aber ordentlich abgerissen. Sie hat es angezündet wie ein Brocken. Und es hieß dann, dass sie es auch nicht nochmal einsingen muss. Es war, ja, war schon perfekt und ja, haben es veröffentlicht. Sie mochte den Song auch überhaupt nicht anfangs. Hm. Sie dachte, dass es einfach eine scheiß Schnulze ist. Ja. Fand ich spannend. Ja, da war sie aber Silly Dion. Dion. Silly Dion. Dion. Ja, was geben wir denn in der Woche? Ein Dion. Ja, also theoretisch bist du schon auf sowas wie eine 8, glaube ich. Was, warum das denn? Na, München, ich dachte, das ist krass. Wie gesagt, ich habe es mir halt vorher nicht angeguckt. Es gab ein paar Shootings, aber also, ganz ehrlich, wenn da einer mit dem Vorderlader irgendwie loszieht. Wir müssen leben damit, Robin, jetzt mit solchen Shootings. Ach stimmt, ja, Teil des Lebens, schade, ne? Der Linkin Park, ja, ist okay, gut. Deshalb habe ich jetzt immer Plexiglasscheiben um mich herum. Ja, wenn ich. Ich habe doch gar nicht weiter erzählt, warum es jetzt hier Weihnachten am 1. Oktober gibt in Venezuela. Ich weiß gar nicht, warum. Um abzulenken. Weil, ach, von der korrupten Wahl, ne? Stimmt. Da sind schlimme Dinge passiert und dann sagen die Leute, hey, wir machen einfach Weihnachten, was los? Das klingt wie so eine South Park-Folge. Ja, schon. Ja, also ich weiß nicht, was da los ist. Da in Südamerika geht es auch rund. Ja, das ist doch schön. Also ich würde dem eine 5 geben eine oder 5? So. Ja. Der ist mit einer Muskete, mit einem Bajonett losgezogen. Der hat sich halt wenigstens mal was überlegt. Ach so. Nee, gut, 6, komm. Ja, eine 6 ist okay. Da gehe ich mit. Also ich würde ja eine 20 von 10 geben, wegen 20 Jahre Blood Red Shoes, aber ich habe ja hier kein Mitspracherecht, deswegen nee, gar nicht, gehen wir auf die 5, ist okay. Ich finde auch 6 okay. Guck jetzt erstmal ganz, was viel wichtiger ist, guck jetzt erstmal, ob die Schlümpfe auf Spotify sind. Wenn nicht, weine ich. Nein, du schlumpfst dann. Die Schlümpfe nämlich mit bei uns ist immer was los. Das fasst doch die Woche gut zusammen. Bei uns immer was hier los. Im Fieberrausch mit meinem kaputten Fuß hat es mich auf jeden Fall gepackt, diesen Song. Nee, oder? Das gibt's nicht, nee. Aber die Schlümpfe als Künstler sind da. Irgendwie schon, das sind nur so Hörspiele irgendwie. Nee, die Hits der Schlümpfe. Ach, guck mal, ja, sag mal. Ich hab's gerade gefunden. Aber wir gehen zelten. Schlümpfekuchen mit Apfelkuchen. Was? Apfelmus? Das sind ganz neue. Adi, ich habe die auch früher gehört als Kind. Doch, Weltraumschlümpfe, das war, glaube ich, meine Lieblingskassette tatsächlich. Ja, da müssen wir halt aus Weltraumschlümpfe irgendwas nehmen. Weltraumschlümpfe. Ne. Komm, nimm die Weltraumschlümpfe. Blau-Weiß, dabbedi-dabbedei. Ich glaube, das war meine Lieblings-CD-Kassette damals. Brennholz unter Musik. Genau, bei YouTube ist auch die Dings verlinkt. Die Liste verlinkt. Das sind echt voll viele Songs, die gemacht haben. Ja. Ich speichere mal die Playlist. Ach, die Kassette heißt da auch Irre Galaktisch. Ah. Und das ist nämlich Volume 6. Und Volume 7 war dann irgend so ein Weihnachtsding und da bin ich dann langsam ausgestiegen. Das war mir dann so Themen, das ist wie bei Le Frisur von Die Ärzte, so Themenalben. Fand ich ganz geil, Le Frisur. Ja, ganz geil, aber würdest du es, wenn du alle Alben rankst, würdest du das irgendwie, das na, ist doch, in so einer Mitte? Nee. Doch. Schon die letzten 5. Safe, ich habe das sehr intensiv gehört. Hat Marlene auch einen Song für die Playlist? Ich überlege gerade, aber... Kannst du auch selber einen einsingen und tu mal ihn auf Spotify. Wie wär's mit Smooth Criminal? Ja, doch. Ja, den. Ja, Smooth Criminal. Ja, ich habe nämlich so einen kleinen Michael Jackson Move mit meinem Fuß gemacht. Oh Gott. Oh, ich kann das gar nicht sehen, aber ja. Ja. Guckt euch Robins Story an bei Instagram, oder? Genau, mein Instagram-Story-Post zeigt einen Fuß, der über 90 Grad zur Seite geneigt ist. Der war müde. Und ja. Mein Song ist von Supercassette. Okay. Der Song heißt Be Gay, Do Drugs, Hail Satan. Okay. Fand ich sehr schön. Das ist doch wieder diese ganz schlimme Musik, vor denen die Eltern uns warnen. Genau. Na gut. Also haben wir quasi hier Supercassette, wir haben Michael Jackson und die Schlümpfe. Ist doch eine gute Mischung, finde ich. Ja. Ist für jeden was dabei. Gut. Schön.
Sonst ich war mal auf ein Schlümpfe-Konzert als Kind, fällt mir gerade ein. Hä, da stehen die da Gartenzwerge hin oder wer steht da vorne? Nee, das waren ironischerweise so ganz große Figuren quasi, so diese Maskottchen, weißt du? Ach so, die hatten rumgelaufen, Kostüme haben dann gesungen, blau-weiß, dabbedi-dabbedei. Schalke! Die haben umgeschrieben in blau-weiß. Blau-weiß, dabbedi-dabbedei. Das ist ja wirklich der Weisheitsletzter Schluss. Das hab ich ja als Kind, hab ich als Kind gerne gehört. Die haben halt so moderne Songs umgedichtet auf Varianten. Das ist immer das Konzept gewesen, ja. Auch Coco Jumbo und so. Ja, der Coco. Warte, der Schlumpfen Jumbo, sagen die, oder? Er hat Bananen gern oder so. Ja, die Schlümpfe sind auf jeden Fall gut. Haben wir's dann. Aber nicht Verlab Rahmen, ne? Das war irgendwie ein Rip-Off. Das war nie offizieller Schlumpfsong von Verlab Rahmen. Aber war da nicht die Original? La, 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 la. Ach so, nee. Stimmt, da singen die Schlümpfe gar nicht einzeln, die machen nur la la la. Die singen nur und es ist eigentlich gar nicht autorisiert gewesen wohl von den Schlümpfen. Hey, lass uns doch mal so ein Lied machen irgendwie. Ey, Teletubbies, wuhu! Und dann holen wir die ganze Kohle rein. Ich weiß nicht, wie der damit durchkam und ob es doch eine Einigung gab. Auf jeden Fall war das kein offizieller Schlumpfsong. Hm. Alter, das ist genial. Pass auf, ein Song. Ganz kurz noch da sein. Mhm. Ein Song. Und also wie Vater Abraham mit diesem, hey, Schlümpfe, singt mal alle mit, aber wir machen das mit Pokémon. Und die singen dann alle mit, aber die können ja nur ihren eigenen Namen sagen. Und da ist so ein Chor, wo einfach alle irgendeine Scheiße durcheinander sagen. Das ist Genius. Finde ich gut. Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass... Habt ihr den Pokémon-Film gesehen, den ersten damals? Den ersten habe ich noch gesehen, ja. Mewtwo schlägt zurück, glaube ich. Ich habe Mewtwos Bulge, also die Peniswölbung habe ich erkannt. Da gibt es so ein Spiel. Ja, nickt. Da gibt es so ein Spiel und da muss man Videospielcharaktere an ihrem Schritt erkennen. Ach, cool. Und ich war richtig gut darin. Ja, warum aber egal, nicht? Was willst du sagen? Ich habe jetzt ein Video gesehen von so einem YouTuber, der öfter mal so Anime-Videos macht, dass der Pokémon-Film umgeschrieben worden ist auf Deutsch. Okay. Dass die Storyline, also die am Film wurde nichts geschnitten, obwohl doch der Anfangsteil schon, also die Vorgeschichte von Mewtwo, wie er quasi noch ein Kind ist und so. Ja. Wo auch rauskommt, warum am Ende, Spoilerwarnung, es wird doch Ash quasi von Mew und Mewtwo quasi abgeschossen. Mit so Strahlen. Und dann die Pokémon-Tränen. Genau, und die heilen den. Kotze. Und es hat halt eine Vorgeschichte. Ja. Nämlich, dass Mewtwo das auch konnte irgendwie. Der hat auch schon mal irgendwie. Es wird im Vorfilm erklärt, der wird dann weggeschnitten in der deutschen Fassung. Und in der deutschen Fassung wird das so geschnitten oder so, gab es so einen neuen Dialog quasi. Dialoge, dass Mewtwo richtig böse ist und in der japanischen Version ist er eigentlich viel, da verschiebt man ihn mehr, warum man das eigentlich alles machen will. Der hat auch eine richtig geile Stimme im Deutschen, muss ich sagen, die ist richtig hier eingebrannt. Ich fand die echt gut, tatsächlich. Eine Tiefe. Genau. Und die Moral von der Geschichte war in der deutschen Version, was mir nie aufgefallen ist, dass Kämpfen blöd ist. Ja, auf jeden, klar. Aber Pokémon ist doch Kämpfen. Nee, am Ende sagt Mauzi doch ganz klar und deutlich, der ist ja der Einzige, der bei dem Chor ordentlich singen könnte, der sagt dann ganz klar und deutlich, dass warum suchen wir denn immer Sachen, die uns auseinanderhalten? Warum gucken wir nicht nach Sachen, die uns trennen? Also genau wie bei Postal von Uwe Boll, wo es dann antisemitisch wird. Ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, hat man schon mal. Ja, aber ich meine, Pokémon ist doch ein Spiel und eine Geschichte, wo es darum geht, dass Pokémon kämpfen gegeneinander. Das ist schön, dass die freuen sich darüber. Das ja, nach dem ja Film ist quasi die Franchise tot. Und auf einmal ist in dem Film die Aussage, das ist mir nie aufgefallen, kämpfen, warum machen wir das? Warum machen wir Kampf ist doch scheiße. Da geht es aber wieder weiter mit Kämpfen nach dem Film, weißt du? Und es ist halt im Original, nein, nicht so. Das haben sie nur im Deutschen so gemacht, damit es so irgendwie kinderfreundlicher ist. Also richtig bescheuert eigentlich. Das weißt du, so, die Deutschen wieder mit ihren Sicherheitsrichtlinien so, lauf einmal durch irgendwie auf Malle, läufst du mal lang, da hier geht's 20 Meter runter, da ist da so 2 Zentimeter hoher Zaun. Ja. Und in Deutschland, da wird da direkt die Berliner Mauer wieder hochgezogen. Genau, Sicherheit. Ich fällt mir gerade ein, im Japanischen geht es wohl eher darum, dass erst Mewtwo den Sinn seines Lebens quasi erfüllen will. Kommt auch im Deutschen so ein bisschen raus, aber im Original geht es halt nur darum, dass er nicht weiß, wohin gehört, ist er ein Mensch, ist er ein Gott, ist er ein Pokémon, er weiß es nicht genau. Und das ist so vor allem die Story und so. Und eigentlich ist die Moral der Geschichte im Original, dass jeder einen Platz hat, der atmen kann und der einen Herzschlag hat. Der hat einen Platz in der Welt, ist viel schöner. Und in Deutschland ist es auch kämpfen, ist aber scheiße. Ich sehe. Habe ich erst vor kurzem erfahren. Fand ich richtig schade. Ja, jetzt hast du meine Kindheit zerstört, Arschloch. Ja, ich sag das so oft. Mal jetzt schon, ja? Ich sage halt das so oft zur Zeit, weil Charlotte das ständig zu mir sagt, Alter. Arschloch. Und wenn er schreibt, schreibt er halt Arschlosch. Es ist so gut, Alter. Auch süß. Arschloch. Jetzt habe ich die Zeit zugequatscht, bis die Stunde voll ist. Sehr schön. Gern geschehen. Ja, dann wascht euch jetzt. Wascht euch, bis zum nächsten Mal.
Also ich musste mich gestern waschen, Alter, auf das Konzert, was ich gegangen bin. Ich habe es vorhin schon erzählt, meine Hände waren wie eine Stunde lang baden. Mhm. Ich hatte noch nie so ein nasses Konzert, wirklich hier so alles gerinselt. Das T-Shirt war komplett nass, also wirklich wie wenn du in einen Teich reinspringst. Warst du räudig. Oh, Lalisa hat auch wieder eine Wunde gehabt, ne, am Knie oder so. Die hat, ich habe hier ein T-Shirt, wo hier Blut drauf ist. Ich hatte die kurz so auf dem Rücken und irgendwie beim Hin und Her ist so irgendwo angeeckt. Aber es war halt vorher schon so eine zugekrindelte Schürfwunde, die wieder aufgegangen ist. Jetzt knistert es da draußen. Okay, die Russen kommen, Leute, wir müssen Schluss machen. Bis vielleicht nächste Woche. Tschüss. Schäde.